Ja, okay, die zwei Reihen sind jetzt schon mal hier mit aller möglichen Katapulten voll. Die hintere Reihe sichert uns mit Rohstoffen, mit Energie, mit Power. Dann haben wir hier nochmal eine extra Linie zur Verteidigung, falls der Super-GAU eintritt, welcher hier bei mir öfters mal eintritt und natürlich auch nicht immer was bringt. So, Feuer frei. Bam, bam. Friss meine Butter, du Arsch. So. Wow. Ah ja. So, hier nochmal 3, 4. Jetzt sind es noch 3,5, 2,5. Und jetzt kommen schon wieder die nächsten. So schnell geht das hier. Ich bin schon sehr auf die Rugby Stars gespannt. Ob sie mich diesmal wieder fertig machen? Ja. Oder ob ich sie diesmal fertig mache. Was man bis jetzt noch bezweifeln kann. Aber ich denke mal, die ganzen Kürbisse könnten sie vielleicht aufhalten. Aber nur vielleicht. Erstmal müssen sie hier einen Hausmeister fertig machen. Und das wird schon ziemlich kompliziert. Wow. Erklär da drüber. Hey, er hat seine Leiter mal für ordentliche Decke benutzt. Oh, und oh ja, ich verliere gerade. Na hallo, was soll denn das? Bäm. Oh, immer diese Hausmeister. Meine Güte. Naja, was willst du machen hier? Dieser verrückte alten Hausmeister. Oh, friss erstmal Butter, dann geht's dir besser. Ja, kommt genau wieder auf derselben Reihe noch einer, aber okay. So, ja. Bam, bam. Brainsen. Zombie-Junge. Brainsen. Brainsen. Oh, die zweite Welle nähert sich. Und ja, dann lasst sie mal ihr Glück versuchen. So. Also ich mache hier extra noch die erste Reihe mit Kürbissen ausstatten. Da ich sehe, dass die Hausmeister hier immer über den ersten drüber klettern und der zweite ist dann hilflos ausgeliefert und das ist natürlich nicht gut. Der hätte jetzt. Oh. Nein, 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 nein. Was soll denn das? Hallo. Oh. Ein Rugby-Star nähert sich schon. Besser gesagt, ein halber Rugby-Star oder ein Halbprofi. Oder vielleicht ist es auch nur ein Amateur. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob der das schafft. Ob der so einen großen Magen hat, den kompletten Kürbis aufzuessen, plus die Butter. Sicher auch mal ein neuer Geschmack, den er hier erlebt. Ja, bis jetzt. Okay. Er muss schon seinen Helm absetzen, dass er überhaupt noch was essen kann. Ja, jetzt ist er weg. Jo, ihr habt gesehen, diese Kürbisse bringen wirklich was. Und man hat sie nicht nur zum Spaß hier in das Spiel mit reingebracht.
So. Vor allen Dingen, der Kürbis ist ja noch fast wie neu. Hier, der versucht auch nochmal die Kombination mit Mais und Kürbis. Maisbutter und Kürbis. Naja. Hab ich noch nie probiert. Vielleicht wird's hier die neueste Kunstkreation. Mit einem, keine Ahnung, mit einem Assi-Koch. Das kommt hier in der Assi-Koch-TV-Show. Könnten sie ja eigentlich mal ausprobieren. Wäre sicher mal was Neues, wenn sie dann dahin kotzen. Okay. Ja. Der Hausmeister versucht sein Glück. Irre da nicht. Er wollte sein Glück versuchen, aber. Naja. Was soll's? Dann haben sie ihr Glück fast. Oh, ein goldener Taler. Juhu. Der goldene Euro. So, hier war jetzt gerade ein Kürbis kaputt, wenn ihr es gesehen habt. Und der hier ist auch schon fast aufgefressen, aber auch nur fast. Ich glaube, für die zwei reicht der Kürbis noch. Können sie sich eine leckere Kürbissuppe machen? Oder nicht? So, eine Welle. Will's versuchen. Aber sie werden hoffentlich, sag ich mal, scheitern. Natürlich könnte es auch wieder sein, dass sie nicht scheitern und ich wieder scheitere. Aber jetzt erstmal hier BÄM! Und schnell, oh, schnell mal hier noch einsammeln. Hat jetzt gerade nicht viel gebracht mit dem BÄM. Aber okay. Meine Cornerpulte und wie hießen sie nochmal? Und Cola-Pulte sind ja hier mächtig am Arbeiten und die werden das schon schaffen. Sie werden die Zombie-Kinder schon schaukeln. Yay. Vor allen Dingen hier die großen, fetten Zombie-Kinder. Bei diesen Kindern wird es natürlich etwas schwierig, die zu schaukeln. Da bricht die Wiege oder. Ja, da bricht die Wiege zusammen und wenn sie es in ihrem Arm halten, da fliegt sie auf den Fußboden. Da hat es dann erstmal ein Trauma, aber okay, was soll's. Sind ja nur Zombie-Kinder, ja. Okay, das ist hier der letzte. Wow. Oh, eine Gießkanne. Für was ist sie wohl? Kann man sicher Pisswasser draus trinken. Juhu! Pisswasser! Pisswasser. Die Pissgießkanne. Jetzt kannst du den Zen-Garten Pissmodus spielen. Ah. Was ist das? Hey, guck mal. Du hast eine Gießkanne gefunden. Da habe ich schon vorher reingepisst. Ja, jetzt kannst du daraus trinken. Nein, danke. Aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen Zen-Garten. Oh, cool, ein Zen-Garten, wow. Mit zwei kleinen Blümchen, oh. Sprösslinge kann man sie auch nennen, wow. Hey, ich gebe dir sogar ein paar Sprösslinge für den Anfang. Ja, vielen Dank, Debbie Dave. Willst du jetzt 50 Euro von mir? Soll ich dir einen neuen Hut schenken? Bring sie zum Wachsen, dann werden sie sie. Dann bla bla bla, werden sie dich reichlich belohnen. Ja, das hoffe ich mal. Die ganze Anlage hat mich ein paar Mille gekostet. Da hoffe ich mal, dass ich hier eine Erbse essen kann. Viel Spaß. Blablabla. Naja, den Spaß werde ich schon haben. So. Auf was zeigt wohl dieser Pfeil hier? Auf das Fenster? Oder auf die Gießkanne?
Oder auf das Brett. Oder dieses Fenster, was wie ein Brett aussieht. Wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? Keiner. Ich probiere einfach mal die Pisskanne. So, klicke auf die Sprosslinge, um sie zu gießen. Ja. Wer hätte es gedacht? So, sie haben schon wieder Durst. Oh, was sind das für Pflanzen? Alter, Alter. Wie oft sollen die gießen mit der ekligen Pisse? Kein Wunder, dass sie nicht wachsen. Boah. Ich hab. Was ist. Dünger, jetzt brauchen sie auch noch Dünger. Ja, da kann er mich ja, der Debbie Dave, wieder richtig abzocken. Da dreht er mir hier so einen Zen-Garten an. Gibt mir gerade das extra noch hier eine Gießkanne und jetzt zockt er mich ja ab, indem er hier mir Dünger andrehen will. Ich gebe dir etwas Dünger, weil du vorbeigekommen bist. Ja. Was? So viel? Für fünfmal Dünger? Für so eine kleine Tüte? Meine Fresse. Sag mal, Debbie Dave, bist du doch ganz dicht? Ja. Okay, Debbie Dave, ich nehme mir mal 5 Stück. Seh dich ruhig um, vielleicht gefällt dir noch was. Ja, was willst du mir noch andrehen hier? Pff, eine goldene Gießkanne, wow. Haben sie einfach gelb angestrichen. Das kann ich auch. Ja, ich nehme einfach mal. Deine Pflanzen im Zengarten brauchen Dünger zum Wachsen. Ja, deswegen wollte ich gerade. Du kannst dir das noch nicht leisten. Verdiene mehr Münzen, indem du Zombies vernichtest. Ah, 150 Euro fehlen mir. Meine Bosse sind unglaublich. Ja, das sehe ich. Deine Pflanzen brauchen Dünger. Ja, ich weiß. Hier kann man Ungezieferspray. Muss ich das auch noch kaufen? Brauchen die Pflanzen jetzt auch noch Musik? Dieses Grammophon spielt Musik für die Pflanzen in deinem Zen-Garten. Das macht sie jeden Tag glücklich. Ganz lange glücklich. Ja, ihr seht schon, der zockt uns ja richtig ab. Mit diesem Gartenhandschuh kannst du Pflanzen in deinen Zellengarten umstellen. Mit der goldenen Gießkanne kannst du mehrere Pflanzen gleichzeitig gießen. Wow, Ihr seht schon hier, 750.000, 15.000, nochmal 1.000, 10.000. Also der ganze Spaß hier wird uns nochmal richtig was kosten. Ja. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Das geht nicht, Leute. Ah, ich hab doch Dünger. Naja, hab ich mir halt mal Dünger geklaut, was soll's. Oh, die sieht aber schön aus. Die sieht hässlich aus. So, und jetzt? Einfach mal hier auf Weiterklicken. Der Zen-Garten ist echt schick, was? Du kannst ihn jederzeit vom Hauptmenü aus besuchen. Aber jetzt genug, du musst dein Haus verteidigen. Ich muss dich aber warnen. Vor was willst du uns bitte warnen? Das nächste Level wird dir nicht schmecken. Ja, Zombies schmecken mir allgemein nicht. Also von daher. Was willst du uns denn sagen, Debbie Dave? Warum? Du bekommst es mit Unmengen von Bungee-Zombies zu tun. Ja, das sind wirklich harte Viecher. Die haben es in sich. Ich hasse diese vermaledeiten Bungees. Ich hasse sie. Na, Debbie Dave, dann hilf uns doch mal bitte. Ich hasse sie von Herzen. Okay. Und wie die Pest. Sonst noch was? Heidewitzka, da kommen die Blödmänner schon. Oh nein, die Blödmänner sind im Arsch, nein, sind im Anmarsch. So rum. Heidewitzka, da sind sie. Naja, die zwei Zombies, ho.
Die kann ich mit meinem kleinen Finger fertig machen. Seht ihr? Der Pflanze schmecken sie sehr gut.